Während die Welt in einer Krise steckt, gibt es Menschen, die nur schauen, was sich damit verdienen lässt. Aus Profitgier am Produzieren für'n Hungerlohn in Bangladesch manipulieren, inszenieren sich, das nenn ich transparent. Pinocchio, du Lügner, viel zu lang warst du inkognito. Du kommst heimlich an und sorgst uns aus, so wie ein Moskito. Machst dir dein Poppy voll und haust dann wieder ab ins Klimansland. Und wirst du erwischt, weißt du von nichts, das nenn ich Ignoranz. Finca, it's all about you. Dein Statement auf Insta kommt sowas von true. Lange konntest du uns täuschen, jetzt ist Schluss mit der Maskerade. Sie fällt langsam ab, als würdest du die eigenen Masken tragen. Denn du bist so billig, wie du selber produzieren lässt. Dein Grund ist Cash, du machst es nicht für einen guten Zweck. Du machst es nur für unser Geld. Du wurdest demaskiert, reitest dich weiter in die Scheiße rein. Du musst das positiv sehen, Finn. Krise kann auch geil sein. Sie hatten den Schein, jeder will mit verdienen. Aber mehr Schein als sein in den Printmagazinen. Hast das sauber, mein Image. Jetzt bist du beliebt. Bist dann irgendwer, was im Internet liegt. Dann geht's da. Du vergisst die Prinzipien. Moral nur fiktiv, sag wie viel von dir gibt's. Ich hoffe, dir wird nicht verziehen. Kennst du einen, kennst du alle? Finn Overie. Auf die Kosten anderer Hype zu generieren, das geht schnell. Vielleicht sollte ich es riskieren und setz mich vor das Hotel. Ich könnte doch was inszenieren, denn so viel ist ja gestellt. Meine Fans mobilisieren, vielleicht geht es um die Welt. Und der Zweck heiligt die Mitte. Wie wenig Respekt hatten die bitte? Man kennt mich aus dem Fernsehen, Mensch, ihr wisst es, also habt ihr es verdient. Denn wer nicht hören will, muss fühlen. Ich mach's für die gute Sache und wen stört es, wenn ich lüge? Alle Folgen blind wie Schafe, ohne es zu hinterfragen. Cancel Culture macht den Rest, holt die Fackeln und Missgaben. Brennt es nieder, das Hotel, aber natürlich metaphorisch. Was du da gemacht hast, widerstrebt doch jeder Logik. Wegen deinem gekränkten Ego stellst du Leute an den Pranger. Aber hast du kurz Erfolg, denn jeden Heuchler trifft das Karma. Ich hoffe, dass der Image Schaden die Karriere ruiniert.